Hallo, mein Name ist Julia Dennert. Ich arbeite als Einrichtungsleitung im Johann-Gramann-Haus, ist eine diakonische Einrichtung in Neustadt an der Aisch. Hallo, mein Name ist Andrea Fraß. Ich bin hier Schülerin zur Pflegefachfrau. Pflege bedeutet für uns nicht nur pflegerische und medizinische Versorgung, sondern auch eine emotionale Bindung zu unseren Bewohnerinnen und Bewohnern aufzubauen und sie eben auch mit sozialen Kontakten immer zu beschäftigen. Genau aus diesem Grund mache ich diese Ausbildung, was mir hier so viel Spaß macht, weil ein richtig schönes Miteinander auch zwischen den Kollegen besteht und wir auch gut mit den Angehörigen kommunizieren können und es ein Hand in Hand geht, dass es unseren Bewohnern gut geht. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema 10-Minuten-Aktivierung. Wir wollen mal herausfinden, um was es in dem Thema 10-Minuten-Aktivierung geht. Andrea, du bist ja an der Pflegeschule, machst gerade deine Ausbildung und weißt bestimmt schon einiges zu diesem Thema. Ja, genau. Wir lernen im Unterricht, damit wir bei der 10-Minuten-Aktivierung die Menschen an dem Punkt abholen können, wo sie gerade sind. Da Demente ihr Kurzzeitgedächtnis nicht immer da sind, sondern eher in ihrer Vergangenheit leben. Wir wollen mit der 10-Minuten-Aktivierung bewirken, dass die Bewohner wieder zurückgehen in ihr Langzeitgedächtnis. Das ist das Gedächtnis, was ja meist dann bei unseren Bewohnern noch vorhanden ist. Das Kurzzeitgedächtnis verschwindet ja meist zunehmend. Und deswegen gehen wir zurück in das Langzeitgedächtnis, in den früheren Beruf, die früheren Hobbys, ja, den Haushalt, die Kinder, was sie so beschäftigen. Erinnern Sie mit verschiedenen Gegenständen daran, haben wir auch einen Koffer, wo wir alles aufbewahren, den wir dann schnell zur Hand haben, um das auch in unserem Alltag gut einbauen zu können. Wir wollen den Bewohnern damit Sicherheit geben, aber auch Neugier und Motivation schaffen. Und so können wir sie im Alltag begleiten, sie auf ihrer Ebene leben lassen, in der sie gerade sind und können einen Wohlfühlablauf mit ihnen haben und es ist nicht nur pflegen. Das ist ganz wichtig, bei uns geht es nicht nur um die pflegerische Versorgung, nicht nur um die medizinische Versorgung, sondern auch das Emotionale und die sozialen Kontakte sind wichtig. Wir sind hier wie eine große Familie, die zusammenhält, die sich auch an früher erinnern darf und gemeinsam auch feiern darf und sich eben auch mit so alten Gegenständen wieder zurückerinnert. Apropos Feiern, da haben wir unser Sommerfest, verschiedene Herbstfeste, wo die Bewohner mit dekorieren dürfen, Sachen vorbereiten dürfen, wo sie sich darüber freuen, wenn wir alte Lieder singen, die sie kennen. Das macht ihnen schon viel Spaß. Ja, das finde ich auch. Und besonders schön ist, dass da auch die Familien zusammenkommen, wieder verschiedene Generationen zusammen sind. Genau, und so auch wieder von Geschichten von früher gemeinsam erzählt werden können. Wir versuchen ja bei Einzug des Bewohners in unsere Einrichtung möglichst viel aus seiner Vergangenheit und aus seinem Leben zu erfahren mit unserem Biografiebogen. Und da können wir die immer wieder zur Hand nehmen, nachlesen und genau die Themen heraussuchen, die den Bewohner oder die Bewohnerin beschäftigt haben. Was genauso wichtig ist, den Biografiebogen immer wieder zu erneuern, wenn wir andere Geschichten von den Bewohnern hören, damit auch alle Kollegen Bescheid wissen, was war da und da. Und so können wir das gemeinsam erleben und sie auf den letzten Lebensabschnitt begleiten.